Jeder zweite Deutsche hätte nichts gegen die Nutzung von Handydaten im Kampf gegen das Coronavirus einzuwenden. 50% aller Leute in diesem Land halten die Ortung von Kontaktpersonen von Infizierten über die Standortdaten für sinnvoll. Ja, so eine äußere Bedrohung bringt die Leute schon irgendwie zusammen. Plötzlich sind sich alle einig, wir müssen zusammenhalten, wir müssen jetzt solidarisch sein. Hier zweifeln, das wäre Zwietracht säen und Misstrauen gegen die Autoritäten. Bleib zu Hause, leave no one behind und so. Und das kann man ja auch verstehen. Es ist vor allem in solchen Zeiten, in Zeiten der Krise und der Not, ein großes Bedürfnis. Ein Bedürfnis nach Konsens, nach Zustimmung, nach Einhelligkeit, Gemeinsamkeit. Aber so ganz zufrieden sollte man damit nicht sein. Da, wo zu großer Konsens herrscht, läuft man eben auch Gefahr, mit der ganzen Herde in den Abgrund zu laufen. Zwei Seelen schlagen ja in unserer Brust. Wir wollen dazugehören und wir wollen einzigartig sein. Wir wollen Teil eines größeren Ganzen sein, darin aufgehen. Aber wir wollen auch ein unverwechselbares Individuum sein, ein Ich, uns von der Masse unterscheiden. Und beides können wir eigentlich nicht ganz extrem ausleben. Bei aller Sehnsucht nach Individualität müssen wir doch immer auch uns wieder anpassen. Wir müssen uns immer wieder dem fügen, was die Gruppe, was die Gesellschaft vorgibt. Aber zu viel Konformität ist auch irgendwie unbefriedigend auf Dauer, zumindest für einige. Man fühlt sich eigentlich schuldig, dass man sich selbst irgendwie vergessen hat bei aller Anpassung. Also müssen wir da ein gesundes Gleichgewicht finden zwischen Individualismus und Anpassung. Aber in unserer Gesellschaft schlägt die Waage wohl derzeit eher in Richtung Konformität aus. Dissens ist jetzt gerade nicht angesagt, Skepsis ist Leugnung und irgendwie Landesverrat. Die Frage ist, wie wir uns in diesen Zeiten ein gesundes Stück an Individualität bewahren, jetzt wo sie angegriffen wird, wenn es eben aus jeder Ecke heißt, wer zweifelt, gehört an den Pranger. Da ist schon eine ganze Menge an dem dabei, was Nietzsche Herdeninstinkt genannt hat. Und ja, der ist sinnvoll und auch gut erklärbar. Der Mensch konnte die meiste Zeit in seiner Geschichte ja nur überleben, wenn er diesen Herdeninstinkt hatte, wenn er sich der Gruppe angeschlossen hat und angepasst hat. Wer zu individualistisch war in der Evolution, der hat den Autoritäten des Stammes nicht gehorcht, ja, und der wurde halt fortgejagt und konnte seine individualistischen Gene eben nicht weitergeben. Gruppen und Stämme mit einer großen Hierarchie, starker Autorität, Autoritätsgläubigkeit und eine Identifikation mit dem Kollektiv, die waren immer stärker und haben sich eben in der Evolution durchgesetzt. Sich einzufügen und zu gehorchen ist daher eigentlich unser ureigenstes Bedürfnis, es gehört zu unserer Condition humaine sozusagen, damit wir überleben können. Und selbst heute haben es ja die leichter, die alles abnicken, was von oben kommt und einfach ihr Leben nach dem ausrichten, wie man es so macht. Ja, wie es sich gehört. Aber die längste Zeit der Menschheit hindurch gab es nichts Fürchterliches, als sich einzeln zu fühlen. Allein sein, einzeln empfinden, weder gehorchen noch herrschen, ein Individuum bedeuten. Das war damals keine Lust, sondern eine Strafe. Man wurde verurteilt zum Individuum. Gedankenfreiheit galt als das Unbehagen selber. Während wir Gesetz und Einordnung als Zwang und Einbuße empfinden, befand man ehedem den Egoismus als eine peinliche Sache, als eine eigentliche Not. Selbstsein, sich selber nach eigenem Maß und Gewicht schätzen, das ging damals wieder den Geschmack. Und heute, gerade in Zeiten der Not und der Bedrohung, gilt das eben wieder. Individuell zu sein ist dann natürlich anstrengend. Beängstigend manchmal, entweder sind wir zu faul, aus der Masse herauszustechen, oder wir sind zu ängstlich, weil der Neid und der böse Blick der anderen uns irgendwie verletzen könnte und verletzen kann. Aber trotzdem, für einige von uns gilt, wenn wir diese Anstrengung nicht auf uns nehmen, dann werden wir einfach unglücklich sein. Wir können nicht gut mit dem schlechten Gewissen leben, nicht unserer eigenen Stimme gefolgt zu sein, nicht unseren eigenen Weg gegangen zu sein. Und genau dieses Gefühl aber, das kann die Motivation dafür sein, es doch zu tun. Zu wissen, dass wir einfach nicht glücklich sein werden, wenn wir
und sein Leben lang hinter den Sitten und Gebräuchen verstecken, das macht man eben so, und uns der Verantwortung für ja, unsere Individualität, für unser einzigartiges Schicksal entziehen. Da ist auch immer ein Drang nach Individualisierung, und jetzt in der Zeit der Bedrohung, da merken wir eben, wie dieser Drang von allen Seiten unten gehalten wird. Wir sollen drin bleiben, wir sollen zu Hause bleiben, wie die anderen, wir sollen handeln wie die anderen, wir sollen das tun, was man uns vorgibt von oben, wir sollen sogar über Corona und die Viren und die ganze Situation so denken, wie die anderen eben denken, wie man eben denkt. Und wenn wir es nicht tun, dann werden wir mit den geeigneten Worten ganz aus der Herde ausgestoßen, damit es uns niemand nachmacht und damit die Herde zusammenbleibt. Auch moralisch ist dann nur, was der Gemeinde dient. Nietzsche schreibt zum Beispiel in der Fröhlichen Wissenschaft: Herdeninstinkt. Wo wir eine Moral antreffen, da finden wir eine Abschätzung und Rangordnung der menschlichen Triebe und Handlungen. Diese Schätzungen und Rangordnungen sind immer der Ausdruck der Bedürfnisse einer Gemeinde und Herde. Das, was ihr am ersten formt, am zweiten und dritten. Das ist auch der oberste Maßstab für den Wert aller Einzelnen. Mit der Moral wird der Einzelne angeleitet, Funktion der Herde zu sein und nur als Funktion sich Wert zuzuschreiben. Da die Bedingungen der Erhaltung einer Gemeinde sehr verschieden von denen einer anderen Gemeinde gewesen sind, so gab es sehr verschiedene Moralen. Und in Hinsicht auf noch bevorstehende wesentliche Umgestaltungen der Herden und Gemeinden, Staaten und Gesellschaften kann man prophezeien, dass es noch sehr abweichende Moralen geben wird. Moralität ist Herdeninstinkt im Einzelnen. Nietzsche war der Ansicht, wir sollten gefährlich leben, indem wir Risiken eingehen, Ungewissheit aushalten und Abenteuer suchen. Wir sollten es wagen, die Wahrheit zu sagen, auch wenn wir uns damit zur Zielscheibe des Spotts und des Mobs machen. Der Herdentrieb ist dabei aber eben die größte Gefahr. Und der ist eben nicht nur in anderen, da die Herde, das sind die anderen, der ist auch in uns. Er führt uns selber in Versuchung, immer wieder. Er sagt uns, tu das nicht, bleib zu Hause. Er will uns in die gewohnten Wege des Gehorsams zwingen. Warum machst du dir denn das Leben so schwer? Es ist doch viel einfacher, wenn du jetzt so bist wie die anderen, wenn du ja, dein Trost sozusagen so siehst, dass alle anderen es auch sehen, und wenn du auch anonym bleibst in der Menge. Die Stimme der Herde wird auch in dir tönen, und wenn du sagen wirst, ich habe nicht mehr ein Gewissen mit euch, so wird es eine Klage und ein Schmerz sein. So heißt es, in Also sprach Zarathustra, siehe, diesen Schmerz selber gebar noch das eine Gewissen, und dieses Gewissens letzter Schimmer glüht noch auf deiner Trübsal. Aber du willst den Weg deiner Trübsal gehen, welches ist der Weg zu dir selber? So zeige mir dein Recht und deine Kraft dazu. Tja, bist du eine neue Kraft und ein neues Recht? Fragt Zarathustra, eine erste Bewegung, ein aus sich rollendes Rad? Kannst du auch Sterne zwingen, dass sie sich um dich drehen? Du sagst,